Eingerahmt durch zwei Kyries, aus dem Tag in die Dunkelheit, in die Tiefe, in die Verzweiflung, in die Einsamkeit und dann aber auch wieder daraus hinaus. Deswegen glaube ich, dass diese Sammlung des Altbachschen Archivs sowas ist wie der Tresor der Familie, wo nur die kostbarsten und wichtigsten Stücke reinkamen, um damit die Familientradition weiterzuführen und um wie eine Schatzkiste anzulegen. Seinen Nukleus alles zu zeigen, seine gesamte Meisterschaft, seine gesamte Innigkeit und Erfülltheit. Und deswegen finde ich solche Besetzungen extrem reizvoll. Besonderen Klang zu finden, einen besonderen Ausdruck und dass wir damit wirklich zum Kern dieser Familie und dieses Komponisten und dieser Zeit vordringen konnten.